Ich bin jetzt oben am Rücken. So, ich bin mit der Schärfe jetzt am Ansatz. Dort, wo ich den Pfeil jetzt hinmache. Und jetzt gehe ich mit dem Fokus nach oben. Und jetzt sieht man, wie die Spitze scharf wird. Dort wieder, wo der Pfeil ist. Und jetzt gehe ich wieder zurück auf mittlere Ebene, sodass alles ein bisschen scharf ist. So, jetzt bin ich mit der Schärfe auf der mittleren Ebene, dort wo man den Penis sieht. Und jetzt gehe ich mal mit der Schärfe oben hin, sprich am Rücken. So, da sieht man die Rillen. Und jetzt gehe ich wieder Richtung Mitte und Bauch von der Demotex. Jetzt gehe ich runter. Jetzt sind wir wieder beim Penis. Und jetzt gehe ich noch weiter runter. Und jetzt sind wir auf der Ebene, wo wir ganz unten die Füßchen haben. Und man sieht, dass die dort, wo die Hinterbeine sind, auf jeder Seite sind ja vier Füßchen, dass diese Demotex eigentlich den Oberkörper und den Unterleib in einen 45-Grad-Winkel verschoben hat. Gehe ich wieder auf die Ebene vom Penis. Also der hübsche Herder, der ist schon leider im Versterben, weil der macht die Bewegungen immer langsamer.